Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Boss der Bartigam. Im Hintergrund seht ihr natürlich Spikes Terrarium und natürlich ist der Spike auch am Start. Ich wollte euch mal ein kurzes Update-Video geben. Die letzten Videos waren ja immer nur so ein bisschen, wo ich spazieren war, draußen, ein bisschen was abgefilmt, zum Beispiel als ich diese Biene, diese Hummel, ein bisschen was drüber erzählt habe und auch was Wissenswertes und eben über Mehlwürmer, wie ich dann also Update-Videos immer gegeben habe. Zumindest zweimal, was die so fressen und so. Heute gibt es mal wieder ein Video von Spike. Nur kurzes, ein Update-Video, weil ich gerade am Lernen bin noch für Psychologie. Ich schreibe morgen mein drittes Abitur. Läuft ganz gut, würde ich sagen, bisher. Ich habe bis jetzt Dienstag Deutsch-Abitur geschrieben und gestern ein Geschichtsabitur. Ja, Freunde, Geschichte, war ich der Einzige. Na gut, hat aber immerhin, das macht mir Spaß halt. Ja, und hier habt ihr den Spike. Ich wollte euch einfach nur während dem Lernen gerade nochmal einen Einblick geben, weil ich hier das, ich habe es so gefeiert, als ich ihn gerade gesehen habe, wie er sich hier unter der UVB-Lampe einfach ein bisschen Sonne, ein bisschen Energie holt. Ja, der hat vorhin auch noch ein paar Heuschrecken bekommen. Ich habe aktuell ganz viele Heuschrecken. Und ich züchte die jetzt auch ein bisschen groß, zumindest so, dass sie halt von mittleren zu großen Heuschrecken werden. Durch gute Fütterung und warme Haltung. Ja. Was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man die Heuschrecken in der Box ins Terrarium macht, dann werden die ein bisschen aktiver wieder, weil es eben viel wärmer ist. Das kann man auch ab und zu machen, so für ein paar Stunden. Solange es die Bartigam nicht stört, natürlich nicht, wo es ihn eben stört. Und ja. Also falls er jetzt runterspringen sollte, hoffe ich mal, dass er nicht hier rausspringt, sondern schön da drin bleibt. Ja. Also. Ich zeige ihn euch einfach noch mal ein bisschen genauer. So, da ist er, okay. Okay. Hier sieht man auch, dass er gerne ab und zu mal einfach raus will. Kann ich ihm natürlich jetzt nicht gewähren. Ich will erstens nicht riskieren, dass er in mein Zimmer kackt. Und zweitens habe ich jetzt ja keine Zeit dazu, mich darum zu kümmern, dass er nirgendwo in den Strom rennt. Ja. Also der Spike ist auch zurzeit eben sehr aktiv. Aber natürlich chillt er auch viel rum, ist halt so eine Bartigame, klettert viel rum. Er ist auch sehr dankbar, dass ich ihm hier so eine Treppe hingemacht habe, wie ihr sehen könnt. Ihr seht, dass sie da ein bisschen schon zerkratzt ist. Das liegt daran, dass er mit den Krallen ständig dran geht und hochklettert. Ja, die Treppe wollte ich ja ursprünglich da hinten in den Schlitz reinmachen, aber das wäre dann zu klein gewesen, hätte ich größer machen müssen, dass der dicke Sack da durchpasst. Weil eben durch den Schlitz, wenn ich die Treppe reinmache, braucht die schon Platz und dann passt er da nicht mehr durch. Naja, gut. Das war's eigentlich schon von diesem kurzen Update-Video. Hier seht ihr auch wirklich, wie aktiv der Spike ist. Der kraxelt hier hoch und runter, springt und sonst was. Also der fühlt sich wirklich wohl. Da vorne hatte ich dem ja vor längerer Zeit mal eben dieses Brett hingemacht, dass er da auch rausgucken kann, ohne immer mit den Krallen hängen zu bleiben. Sorry, dass das ein bisschen wackelt, ich habe keinen Gimbal. Wenn ich reinzoome, ist eh schlimm. Da kann er immer dann rausgucken, ein bisschen so was abgeht bei uns in der Nachbarschaft. Ist ganz cool, das feiert er richtig heftig und wenn es auch besseres Wetter wird und wärmer ist, dann werdet ihr auch mehr Einblicke bekommen, wie Spike mal wieder im Garten ist. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Also wenn ihr keine Videos verpassen wollt auf meinem Kanal, dann abonniert ihn gerne. Drückt die Glocke, um eben keine Videos zu verpassen. Teilt dieses Video oder generell meine Videos, wenn ihr möchtet, an eure Freunde, damit die diese Unterhaltung bekommen oder vielleicht wollen die sich ja auch eine Bartigame zulegen. Weiß man ja manchmal gar nicht, ob man solche Interessen hat. Bartigamen sind auf jeden Fall tolle Tiere, Freunde, ihr wisst es. Macht's gut, ich lerne jetzt weiter. Euer Boss der Bartigamen. Ciao.